Musik und Autos gehören einfach zusammen. Und mit Cars 2 werden wir international. Es gibt ganz unterschiedliche Songs und die Filmmusik ist sehr cool, wirklich einzigartig. Michael Giacchino hat die Musik geschrieben und brachte diesen britischen Surf-Gitarren-Sound aus den 60ern hinein. Wir hatten ein 93 Mann starkes Orchester und eine fantastische Rhythmusgruppe. Das gibt eine großartige Energie. Sie gibt diesem Film Spannung, Gefühle, Coolness. Eine Szene des Films spielt in Paris und da wollten wir was, das sich anfühlt wie, ah, ich liebe diese Stadt. Der Titel heißt My Heart Goes Vroom. Es ist ein leichtes und lustiges Lied. Und es geht um Liebe, aber natürlich auf Cars-Art. Dieses Lied heißt Collision of Worlds und wurde von Robbie Williams mitgeschrieben. Brad ist total lustig und wahnsinnig talentiert. Wir sind ganz verschieden, aber ein gutes Team. In dem Lied singen wir abwechselnd. Es war so eine Art Yin und Yang. Ein Wort, mein Wort, sein Wort, das Wort, Pistazien. Zwei Welten stoßen aufeinander. Brad war so inspiriert, dass er noch ein zweites Lied schrieb. Der Song heißt Nobody's Fool. Die herzzerreißendste Szene ist die, in der Hook realisiert, dass über ihn gelacht wird. Und dann begreift Hook, dass es okay ist, dass er so ist, wie er ist. Und das bleibt nicht ohne Wirkung auf ihn. Das inspirierte mich. Wir haben Weezer dazu gebracht, eine neue Version des Hits You Might Think von The Cars zu machen. Der Song wird gespielt, als Lightning McQueen und Hook in Japan ankommen. Wir waren total aufgeregt, dass wir einen Song für Cars 2 machen sollten. Als ich hörte The Cars, dachte ich, ja, das geht, das passt zu uns. Es gibt viele tolle Songs in Cars 2. Wartet, bis ihr sie hört und den Film seht.